Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Vollmond im Wassermann. Wir haben heute nicht nur Vollmond im Wassermann. Ihr wisst, wir haben schon zwei Legungen zu dieser Zeit gemacht. Wir haben heute auch gleichzeitig einen Portaltag. Ja, also der Vollmond im Wassermann ist ein Blue Moon. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ganz, ganz stark geht er in die Intuition, ja, in, hier schaut man die Bildsprache, ne? In das Stirnchakra. Ja, es gibt großartige Erkenntnisse, die euch eine Tür öffnen, ja, die euch einen Weg aufzeigen, euch die Wahl geben, euch eine Möglichkeit, euch eine Hand reichen. Ja, wir haben in der WhatsApp-Gruppe heute Morgen gehabt, da der inneren Führung, die jetzt einfach immens ist, zu vertrauen. Naja, weil, wie gesagt, ja, es gibt da ganz, ganz starke Intuition jetzt, großartige Erkenntnisse, ganz offenes Stirnchakra. Und dann ist aber halt die Frage, was mache ich damit, ne? Weil, wie gesagt, gleichzeitig Portaltag, ja, also sprich, das Wissen, das sich mir damit eröffnet, ne? Wie gehe ich damit um, ja, vertraue ich dem, ne? Vertraue ich meinem eigenen inneren Wissen, ja, vertraue ich da meiner Erkenntnis, die ich heute bekomme, oder die sich auch vielleicht schon übers Wochenende, wir sind ja schon das ganze Wochenende in der Wassermann-Energie drin, aufgebaut haben. Ne? Ja, was bietet sich da? Eine Wahl, ne? Eine Option. Ja. Hier, schaut mal. Euch bietet sich jetzt eine Option, die euch begeistert, ja? Die euch begeistert. Euch kommt, wird hier ein Vorschlag reingemacht. Euch wird hier ein Vorschlag gegeben, ja, eine Wahlmöglichkeit, eine Option. Und die begeistert euch auch. Und jetzt ist dann halt nur die Frage, bleibt ihr dann im Vertrauen? Ne? Hier, deswegen arbeiten wir ja auch mit dem, ich trinke den auch gerade. Ne? Ich habe hier, hatte ich euch ja erzählt, ne? Ich war ja Samstag los hier den schwarzen Turmalin besorgen, um die Schutzengelkerzen hier in dieser Energie für euch zu gießen. Das habe ich auch artig gemacht, ja, wo es ja wirklich darum geht, dass wir hier den Schutz, ne, schaut, hier ist der schwarze Turmalin drin, ne, dass wir hier den Schutz vor negativen Gedanken und Einflüssen, ne, die schmelzen wir weg. Also hier gegen Belastung, der schwarze Turmalin ist gegen Belastung, Stress, ne? Missgunst vom Außen, ne? Misstrauen, ja, hilft halt in eine Neutralität und in eine Gelassenheit, ja. Und das ist dann halt eben die Frage, ja, die Option, ne? Das, was reinkommt, bietet euch die Option, die Möglichkeit der Wunscherfüllung. Das spürt ihr auch, ja? Es kommt ein emotionales Hoch zu dieser Option, ne? Und diese Option begeistert euch. Ne? Und jetzt ist halt nur die Frage, deswegen arbeiten wir mit schwarzem Turmalin. Da vertraut ihr dann auch diesem Gefühl der Begeisterung für diese Option.
nimmt ihr diesen Aufschwung mit, ne? Ja. Ist das für eine Option? Eine Option, eine Sache emotional hinter euch zu lassen. Weil ihr im gleichen Atemzug für eine andere Sache begeistert werdet. Ja. Genau, hier. Und jetzt ist halt die Frage. Ob ihr euch, obwohl ihr Feuer und Flamme dafür seid, ja, abgrenzt und Nein dazu sagt, oder ob ihr dieses Pflänzchen einpflanzt, ja, und gießt, also sprich, ja, dieser Begeisterung folgt, ja, der weiter folgt. Und da ran arbeitet, ja, mit dem Universum zusammenarbeitet. Weil das ist halt ein Same, ein Gedankenfunke, ne, der euch gegeben wird und ihr merkt es halt an den emotionalen Hoch, was ihr durch diese Idee habt, ja. Ja, hier. Ihr solltet das solltet ihr schützen, ja. Schützt das. Nochmal eine Wiederholung, ne? Das ist die Wahlmöglichkeit, ja. Euch wird eine Option gereicht, ne? Ganz irdisch. Ja. Es ist so ein bisschen durchrauschend. Ja. Also es ist, als wenn das einer lapidar erwähnt. Ja. Es ist als würde euch nebenbei, durch was auch immer, ne? Ob es in einem Gespräch ist, ob es ein, was weiß ich, eine Anzeige in der Zeitung ist, ob es ein Gespräch im Hausflur oder am Gartenzaun ist. Es ist ein aufflackerndes Feuer. Ein aufflackerndes Feuer der Begeisterung, ja. Und das stellt euch vor eine Wahl. Es gibt euch die Möglichkeit, eine Situation, wo ihr emotional schon gar nicht mehr dabei seid, ja, oder wo ihr schon lange nicht mehr begeistert seid, hinter euch zu lassen. Ja, eine Option hier, ein Feuer in euch neu zu entfachen für etwas. Und dann ist aber es ist halt die Frage, ja, ob ihr Nein dazu sagt oder ob ihr dieses Licht, was da in euch entflammt, ja, entfacht wird, schützt und diesen Samen einpflanzt und daran und damit arbeitet. Das ist jetzt gerade so die Energie.
Das kommt hier schnell und überraschend rein, ja? Meinetwegen, was weiß ich, wenn wir jetzt bei der Zeitung bleiben, ja, ihr schlagt die Zeitung auf und eure Augen fliegen dann über einen Artikel oder über eine Anzeige, direkt im ersten Moment so denkt, ey, das ist ja auch eine geile Idee, ja? Oder cool, warum nicht? Und dann ist aber die Frage, ne? Ihr habt halt die Wahl, ja? Dann ist aber halt die Frage, geht ihr dem weiter nach? Ja? Pflanzt ihr diesen Samen und arbeitet ihr mit dem? Ja? Oder sagt ihr Nein dazu? Geht ihr durch dieses Portal? Ne? Vertraut ihr da dem sich auf einmal entfachenden Gefühl? Oder versucht ihr, ne, da schützt ihr das Gefühl oder versucht ihr das Gefühl zu unterdrücken, wegzudrücken? Ist ein Angebot, was jetzt schnell euren Weg kreuzt, euch die Wahl gibt, einen neuen Weg zu beschreiten und ihr merkt es, ja, weil hier das Feuer der Begeisterung sich dafür entfacht. Für eine Person, für eine Situation, für einen Ort, für einen Arbeitsplatz. Ja, es ist ganz wichtig, ne, auf die Gefühle zu achten und zu gucken, wo auf einmal ein geiles Gefühl hochkommt, ja. All das ist etwas, was euch gereicht wird. Und die Frage ist nur, ob ihr mit den Sternen, mit dem Universum, mit eurer Intuition und eurer Führung dann vertraut, ne? Oder ob ihr versucht, das zu unterdrücken und das ablehnt. Und da das jetzt schnell reinkommt, na, also ist diese Woche wirklich Achtsamkeit gefragt, ne? Kommt jetzt schnell rein und dann ist halt eine entsprechende Entscheidung notwendig. Vertraue ich mein Gefühl? Ja, lasse ich zu, dass ich hier begeistert werde? Ja, oder ersticke ich das Gefühl, ne? Unterdrücke das, lehne das ab? Nähre ich das, lasse ich das wachsen und gedeihen, ne, pflanze ich das, arbeite ich damit. Oder male ich mir das halt eben alles negativ aus? Ja, ihr Hübschen, das könnt wieder nur ihr entscheiden, ne? Wenn ihr Hilfe bei der Entscheidung braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Aber die Entscheidung trefft ihr. Das ist eine Spiegelung, ne? Guckt mal, wie viel. 7, 7, 7, ne? Dreimal die 7, zweimal die 8. Ja, addieren wir zusammen, würde ich sagen, ja. Ich bin hier im Rechenmodus. 8 und 14 sind 22. Ja, hier schaut mal, ne? Da haben wir schon die Wege. Da kreuzt es, kreuzt euren Weg. So, und den 22. haben wir Donnerstag, ne? Ich sage ja, das kommt jetzt die nächsten Tage, ne? Rein.
achtet einfach auf euer Gefühl, ja? Ihr habt so ein Hochgefühl dazu, ne? So eine plötzlich aufflammende Begeisterung. Oder ein plötzlich aufflammendes Interesse oder eine plötzlich aufflammende Neugier, ne? Okay. Fünfzehn. Ja, hier, da zeigt sich ein, da will sich ein äußerst kraftvoller Weg offenbaren, ja. Und der Weg führt auch zurück in eure Kraft und in eure Stärke. Aber es braucht halt eben euren Willen, ne? Ja. Jetzt haben wir hier unten. Ja, da. Boah. Ein absoluter positiver Weg hier. Schaut euch das an. Ein Glücksfall. Ein Zufall. Ne? Ein äußerst kraftvoller Zufall, ja, der euch einen wirklich kraftvollen Weg aufzeigt. Deswegen arbeiten wir auch die ganze Zeit mit dem Turmalin. Ne? Soll euch halt. Um hier euch vor Negativität auf diesem Weg zu schützen, ne? Dann, also sprich hier vor negativen Gedanken, ja? Oder wenn man es dann mit anderen bespricht, ne, das sollt ihr ja schützen. Ihr sollt die Flamme, die da in euch entfacht wird, schützen, ne? Also sprich hier Schutz vor negativen Gedanken und Einflüssen, ja? Eine Entscheidung, ne? Wenn ihr euch dafür entscheidet, ja, ist das eine Entscheidung, die hier Kraft gibt, ja. Und dann muss man auch in der Entschlossenheit bleiben, ja. Also da der eigene Chef sein, ne? Das ist echt ein tragender Weg. Richtig, richtig gut. Ein Glücksfall, ein äußerst starker, kraftvoller Zufall, Glücksfall. Na, und der Klee steht ja auch wieder für 2 bis 4 Tage. Und heute haben wir den 19., ne? 19, 20, 21, 22 hier. Also in den nächsten 2 bis 4 Tagen bis zum 22. habt ihr hier wirklich einen starken Zufall, einen starken Glücksfall, der euren Weg kreuzt, ne? Auf die verschiedenen Art und Weisen, so wie ich es gerade schon beschrieben habe. Und dann ist es wichtig, ja, auf dieses plötzliche, durch, auf die plötzliche Flamme, die sich da entzündet, ne? Da zu achten und der zu vertrauen. Und darauf zu vertrauen, ja, dass diese Begeisterung, die plötzlich für etwas kommt, für eine Person, für eine Sache, für eine Situation, ja, noch mehr Kraft gibt, ja, noch mehr Begeisterung gibt, noch mehr Erfüllung und Fülle gibt. Ne, nicht in, ja, ne, nicht in die Ablehnung gehen, ne, von wegen, ach, wer weiß, und ob das wirklich so eine gute Idee ist und bla bla bla, ne, haben wir ja in den letzten Orakeln auch schon gehabt. Ja. Kommt auch nichts mehr. Der Rest ist dann eure Entscheidung, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, wisst ihr ja auch, wo ihr mich findet, ne?
Bis dann. So.